Hallöchen, meine lieben Freunde, jetzt wieder mit City Skylines. Ich werde versuchen, jetzt noch ein bisschen Attacke-Attacke zu machen. Ich weiß auch gar nicht, wo wir gerade zurzeit sind. Ich sehe aber schon unser erstes Problem, dass wir keinen Strom haben. Oder bin ich gerade blind? Nee, tatsächlich, wir brauchen definitiv mehr Strom. Wir können, glaube ich, nur noch mit Windenergie. Was kostet uns ein Kohlekraftwerk? 19.000. Wir können natürlich erhoffen, dass wir dann gleich mal einen neuen Kohlekraftwerk bauen können. Was wir auf jeden Fall gleich machen werden. Weil ohne das wird es ein bisschen schwer, glaube ich, sein, dass unsere Wohneinheiten überhaupt irgendwie einigermaßen Strom kriegen. Oder wir testen eins aus. Wir legen das mal hier hin. Damit die erstmal überhaupt einigermaßen Strom kriegen, damit die erstmal eine andere Quelle haben. Sollte jetzt gelöst sein. Ja, perfekt. Das ist gut. So, was wollen wir als nächstes erstmal machen? Wir müssen erstmal gucken, wo wir gerade überhaupt sind. Weil ich das schon seit längerer Zeit nicht mehr angerührt habe durch diversen persönlichen Eskapaden. Ne, passt schon. Ich muss es mal nachschauen. Also, wir brauchen ja mehr Kohle. Ergo, wir brauchen auch viel größere Wohneinheiten. Das legen wir mal hier hin. Strom haben wir. Wasser haben wir auch. Das ist sehr gut. Genau. Wir müssen uns auf jeden Fall die Tage nachschauen. Da war ich ja, glaube ich, letztes Mal dabei. Wie wir es mit dem Verkehr machen, weil das ist mein größtes Problem, weil wenn ich das hier schon sehe, kriege ich es kotzen. Die wollen aber alle darunter. Schauen wir gleich. Ich guck mal, ob wir eigentlich auch Parks überhaupt hier in der Nähe haben. Ich glaube nämlich nicht. Machen wir mal so ein Hüpfburg-Allee draus. Gehen wir gleich mal hier hin. So, haben wir eigentlich auch Dienst? Ah, da oben. Okay. Dann machen wir hier die Dienstgeschichte. Beziehungsweise Gewerbegebiet war das. Ups, sorry. So rum war ich das. Ich muss mal kurz was nachschauen. Da. So. Ja, Einnahmen gehen sowieso runter, das ist mir ja bewusst. Aber wir müssen irgendwie nachschauen, wie das mit dem Verkehr ist. Dazu hilft uns ja Gott sei Dank die Verkehrsaussicht. Ach du Sch. Wir haben zu wenig Straßen, zumindest die ist hier etwas zu schmal, glaube ich. Da würde ich einfach mal nachschauen, dass wir die Straßen nicht gegebenenfalls ein bisschen breiter machen. Schauen wir mal, Straße verbessern. Das würde hier gehen. Ja, es ist das Problem, dass wir hier dann wieder zu schmale Straßen haben. Und der würde hier alles abholzen. Wie machen wir das am besten? Am liebsten würde ich alles abreißen und komplett von vorne machen. Also zumindest hier die obere Abteilung. Weil die ist ein bisschen grenzwertig. Sagen wir es mal so. Die wollen ja alle hier oben hin. Dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir einfach... Nee, das ist zu breit. Da. Sollte vielleicht etwas besser lösen. Hoffe ich zumindest. Jetzt biegt da keiner ab. Jetzt
will da keiner abbiegen. Wollt ihr mich denn komplett verarschen? Verkehr ist immer noch sehr errötet. Von wo kommen die eigentlich alle? Die kommen von hier unten hin, ne? Ja, genau. Okay. Aber keiner fährt da lang. Da ist eine Kreuzung, keiner fährt da lang. Na, vielleicht müssen sie sich erstmal dran gewöhnen, dass da was herrscht. Ich höre es hier unten auf immer blinken. So. Genau, wir brauchen ja ein bisschen mehr Strom. Wo ist denn mein Kraftwerk? Das bauen wir mal. Ich glaube, hier ist es am besten, weil da brauche ich sowieso erstmal nichts hin. Ja. Ja. Perfekt. So, haben wir erstmal das erledigt, weil das ist sehr, sehr wichtig. Weil ohne Strom können wir es knicken. Aber warum fährt ihr da nicht hin, ey? Habt ihr überhaupt einen Führerschein? Jetzt fahren die da lang? Ich rall das nicht. Was ist bei euch nicht richtig, Leute? Ihr fährt doch sowieso bestimmt links. Ach so. Ah, ich bin auch so ein Vollidiot. Schauen wir mal, ob wir die Straße gleich kurz ändern. Dass wir... Die können ja sowieso nur da lang. Das ist ja vollkommen Boogie. Dann machen wir eins. Wir verbessern die Straße hier kurz. Und ist das eine Breite oder was? Nee, das doch nicht. Wieso fährt ihr da nicht lang? Nur weil ihr zu faul seid, nach rechts zu fahren oder was? Wieso blinkst du überall? Achso, die Häuser graden sich wohl ab. Jo. Ha. Äußerst kurios, warum die hier nicht runterfahren. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es beim besten Willen einfach nicht. Egal, wir bauen nur ein paar Häuser. Weil das haben die irgendwie im Verlangen. Da muss ich mal gucken, dass er gegebenenfalls vielleicht mal eine Karte. Ach ja, ich wollte ja hier links ja alles rübersiedeln, ne? Das war die Geschichte. Das heißt, wir werden das hier alles komplett abholzen. Machen hier nämlich unsere Bürogeschichten. Hier machen wir die Dienstleistungen in der Mitte. Und ganz unten würde ich sagen, machen wir komplett die, ich sag mal in Anführungszeichen, das Ghetto. Ja, irgendwas machen wir so. Dann fangen wir einfach an. Wir bauen erstmal die ersten Straßen hier rein. Wo bist du denn? Da. Mach erstmal straight. Beziehungsweise bevor ich das verbinden lasse. Ah, scheiße, wir brauchen erstmal Geld. Das war ja das. Warte mal, haben wir Steuern, Budget, Darlehen? Achso, nee, das will ich nicht. Ich habe noch ein Darlehen offen. Achso, oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. So, dann warten wir ein bisschen, bis das Geld reinfließt. Dann würde ich hier oben alles abholzen, wirklich komplett alles. Damit hier dann erstmal das Boden sich wieder regeneriert. Und wir dann hier oben erstmal die ganzen, ich sag mal, die Bürogeschichten haben. Da denke ich mal, das ist eine gute Aufteilung, dass wir hier nur Industrie haben. Dann würde sich auch der Verkehr immer verteilen, weil ich finde es ein bisschen kacke, dass hier oben alles rammelvoll ist. Oder es wird halt noch viel, viel voller, wenn wir gegen den Verkehr nichts machen. Aber der beruhigt sich wieder. Hä? Och, jetzt habt ihr auf einmal alle hier Führerschein gemacht, oder was? Och, das ist doch nicht die Möglichkeit hier. Das heißt, wir müssen ja Wasser und Strom alles hier rüberknallen, ne? Ja. Ja, wir müssen das so verteilen, weil ich habe keinen Bock, dass hier alles hier oben Industrie... Hier ist dann eine Abteilung, hier ist eine Abteilung.
Dann habe ich ja mehr Verkehr auf, sage ich mal, Aufwand als alles andere. So, 13.000 haben wir. Die wollen immer mehr Einwohner. Das ist natürlich gut für uns, schlecht für den Verkehr. So, knallen wir es mir hier kurz was hin. Wie sieht das aus mit Wasser? Habe ich hier alles? Okay, so ist alles hochgezogen. Perfekt. Alter, wie viele Einwohner wollt ihr noch haben? Hallo, beruhigt euch doch mal. Dann fahren wir hier hin. Ich weiß, es ist alles ein bisschen so blockartig aufgebaut, aber gerade das habe ich nämlich auch vor. Ort ist bereits belegt. Willst du mich verarschen, Junge? Dann knallen wir das hier hin. So. Nee. Wir machen eine richtig schöne Einbahnstraßenlandschaft. Fast wie bei mir zu Hause. Dann flipp nach oben. Flipp nach oben. Flipp nach oben. Flipp. Und hier lassen wir frei. Dann als allererstes. Ach du Scheiße, ey. Was ist mit euch los? Bin ich denn so beliebt bei euch? Dann brauchen wir natürlich wieder einen Park. Den knallen wir hier oben hin. Weil der hat natürlich alles schön im Blick. Beziehungsweise legen wir lieber hier hin. So. Dann müssen wir erstmal gucken. Wie sieht es mit dem Müll aus? Müllverarbeitungsstatus, Müllauslassung. Okay. Wo habe ich dich denn? Da oben. Nee. Das ist mir zu viel gerade. Feuerwehr. Ich habe keine Feuerwehr? Doch, da unten. Okay. Wie sieht es mit der Schulbildung aus? Kapazität? Okay. Das ist noch im Rahmen. Müssen wir als nächstes auf jeden Fall so hindeichseln, dass wir demnächst. Wasser? Ach so. Ja, ohne Wasser können die natürlich hier nichts mehr machen. Genau. So, da haben wir erstmal das Wasser erledigt. Ich glaube, wir brauchen aber auch demnächst mal wieder so ein Wassertürmchen. Werden wir, denke ich mal, als nächstes bauen. So, das kostet 3.500. Ja, denke mal, das werden wir auf jeden Fall machen. So, jetzt ist natürlich. Sind die Ausgaben viel höher als die Einnahmen, weil jetzt erstmal die ganzen Einwohner hier reinziehen. Alles gebaut werden muss. Die Rechnungen müssen erstmal noch gezahlt werden. Pipapo, wie man es im echten Leben kennt, ne? Zumindest die meisten. So. Also, wie sieht es denn hier aus? Wie sieht es denn mit dem Verkehr eigentlich aus? Okay, da ist immer noch so eine rote Spur. Das heißt, wir werden hier gleich ein Wassertürmchen bauen. Hä? Kann ich hier schon längst bauen? 3.500, ach so. Dann warten wir noch ein bisschen. Ich spule mal ein bisschen vorwärts. Wir kommen so langsam wieder in Summen immer etwas höher. Das ist natürlich sehr erfreulich für uns alle. Aber so können wir gleich ein bisschen mehr ausgeben. Na komm, gib Kette an, Nette. Ich habe nicht so viel Zeit. So, ich habe auch meine Verpflichtung. So, dann bauen wir hier erstmal so ein Wasser. Na gut, das ist ja etwas laut. Ist aber nicht schlimm, da ich das da hier hinten baue. So, dann müssten die natürlich verlegt werden. Kommt hier hin. Strom haben wir. Und das würde erstmal reichen. Weil das ist das Gute, der hat unendlich Wasser. Egal was passiert, ihm juckt das alles nicht. Das ist gut. Ja, verfügbares Wasser, perfekt. Abwasserklärung, das ist die Geschichte. Ja, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Ich hoffe, dass wir bald so weit kommen, dass es dann vielleicht demnächst ein bisschen anders aussieht. So, dann haben wir hier erstmal.
Na los, krieg Strom. Kriegst du Strom? Hast du Strom? Perfekt. So, haben wir diese Geschichte erstmal erledigt. Jetzt müsste dieses Wasserverhalten schon. Uiuiuiuiui. Da können wir eins machen. Wir können mal beobachten. Wir können erstmal ein Budget von dem Wasser mal ein bisschen runtersetzen. Weil wir sowieso viel mehr haben. Schauen wir mal, wie das aussieht. Ja, ist im grünen Bereich. Können auch sogar noch weiter runtergehen. Aber wir lassen es so, weil wir wollen ja gleich die Bevölkerung ein bisschen vergrößern. Obwohl. Ne, wir machen es noch ein bisschen runter. Machen wir auf 70. Passt. So. Dann schauen wir mal, wie es jetzt aussieht. Ah, okay. Nee, dann lieber nicht. Dann müssen wir es andersrum machen. Dann muss, glaube ich, das hier etwas höher. Wie sieht es jetzt aus? Na. Bewegt er sich gar nicht. Okay. Wie ist es jetzt? Okay. Ja, müssen das ein bisschen erhöhen, das Ganze leider, weil es wird gleich noch mehr passieren. Ja, lassen wir es mal so. Sollte erstmal reichen für den Anfang. So, wie haben wir es? Na, komm. Die willst du einmal machen und dafür aber richtig. Ne? Deswegen dauert es bei mir immer etwas länger als bei den anderen. Aber ich denke mal, das ist schon der richtige Weg, dass ich mir einfach die Zeit nehme, weil das Spiel nun mal sehr komplex ist, aber auch mega. Mega, mega gut. Und das hat wirklich verdient, sage ich mal, bei vielen Leuten auch ganz oben zu liegen. Weil das nun mal astreines Spiel ist. Das, was Sims immer hätte sein sollen. So, wir sind jetzt im grünen Bereich bei 3000. Die Bevölkerung will nicht wachsen. Das ist gut so. Naja, einigermaßen. Wir müssen aber gleich... Habe ich auch schon Busse? Ah, ich habe schon... Ach so. Ach so. Das habe ich auch schon. Ja, perfekt. Moltobäne. So, was brauchen die denn jetzt, um nochmal größer zu werden? Die wollen bestimmt bilden sie mehr Bürger? Also Bildungseinrichtung. Ja, dann müsst ihr auch mal zur Schule gehen, ihr Dachpappen. Also, so ist es ja nicht. So, dann sparen. Jo, 7000! Das ist doch sehr schön. 7400. Na, geht's nochmal höher? Wir spulen mal ein bisschen nach vorne. Okay, das war's mit der Euphorie. Jetzt sinken wir. Aber es muss ja nicht unbedingt was Schlimmes bedeuten. Weil so wie im echten Leben ist er auf und ab. Durch, so wie ich das hier gerade sehe, natürlich durch die Ausgaben von neuen Gebäuden, schiebt sich das immer weiter nach hinten. Aber wir lassen immer ein bisschen weiter für uns über, damit wir bald die Industrie umsiedeln können und gleich mal einige öffentliche Dienste bauen. Weil ich glaube, Polizei und Feuerwehr sollten schon an Ort und Stelle sein, dass nicht alles über eine, sag mal, Wache geregelt wird. Ich schau mal kurz... Wo sind es? Wo ich bin da gerade am Suchen. Bildung, da. Da haben wir es. Krankenhaus, da haben wir... Okay. Wie ist denn das Bestattungswesen? Null Verstorbene. Das ist gut. Auslastung. Ja, wir müssen eins bauen. Hilft nicht. Dann legen wir es mal hier hin. Strom sollte da sein, ja, ist. Wasser sollte auch da sein, perfekt. So, dann haben wir das erstmal gebaut. So, wie ist denn hier die Verteilung? Die kommen super zurecht. Hier ist erstmal gar nichts. 12.000, okay. Aber ich schau mal kurz. Wie sieht's hier aus? Okay, die wollen auf jeden Fall mal ein paar Parkflächen haben. Gönnen wir den natürlich auch. Wir nehmen... Warte, was für richtig... Habe ich, dass ich Hundepark oder sowas alles habe, ne? Genau, Haustierverbot ist nicht, weil das ist ein No-Go. Wo haben wir es denn? Badum, 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 Parks, da. Dann machen wir nämlich einen Hundepark. Dann blühen die hier erstmal wieder auf.
So, wie sieht es mit dem Wasservorkommen aus? Das ist soweit in Ordnung, reicht vollkommen aus. Strom ist auch sehr gut. Dann bauen wir hier schon mal, oder fangen wir schon mal an, damit wir die Industrie mal hier verlagern. Ja, weil es wird bald so sein, dass wir gleich auch die Bürogeschichten, denke ich, bauen können. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich sehr.